In La wird das Thema Fairtrade schon seit Jahren großgeschrieben. Und seit dem heurigen Jahr ist die Stadtgemeinde La auch eine Fairtrade-Gemeinde. Seit März gibt es nun in La auch einen Weltladen, der ausschließlich fair gehandelte Produkte verkauft. Seit 25 Jahren gibt es in Österreich fair gehandelte Schokolade. Der Weltladen hat daher eingeladen, ein wenig hinter die Kulissen zu schauen und Kakao- und Zuckerrohrproduzenten auf eine Tour durch Österreich geladen. Auch im Weltladen in La an der Theia gab es einen Tourstopp. Auch hier berichteten die Produzenten über ihre Erfahrungen aus erster Hand. Heute besuchen euch Produzenten aus der Dominikanischen Republik und Paraguay. Was bedeutet das für euch? Ja, das ist für uns einmal eine Ehre, dass sie zu uns kommen. Es ist ja so, dass die EZA jedes Jahr eine Produzententour veranstaltet. Und dass wir heute dabei sein dürfen, obwohl wir erst so ein kleiner und so kurz offen haben, das ist für uns schon eine Ehre. Was es für uns bedeutet, es ist so, dass wir ja immer wieder sagen, hinter jedem Produkt verbirgt sich ein Gesicht oder verbirgen sich Gesichter. Und es ist schön, das wirklich auch einmal bewiesen zu bekommen. Also da kommt jemand und erzählt, was der faire Handel bei Ihnen verändert hat. Das ist schon eine schöne Sache und wir freuen uns schon sehr darauf. Dazu habt ihr auch einige Schulen eingeladen, denn es gibt auch in La in den Schulen zum Teil die sogenannten Fairtrade Points. Was ist das genau und wie funktioniert das? Ja, Fair Trade Points gibt es mittlerweile fast an jeder Schule in La, was uns sehr stolz macht. Ja, die Schulen sind so quasi unsere Partner. Wir haben Kooperativen. Schüler verkaufen an den Schulen Fair Trade Produkte und beschäftigen sich natürlich dann auch mit dem Hintergrund. Was heißt Fair Trade? Warum ist es wichtig und was verändert letztendlich auch eine Fair Trade gekaufte Schokolade? Und ich finde es schön, dass auch heute die Schulen das ein bisschen mitgestalten, weil es einfach fein ist, wenn sie das irgendwie auch zeigen können, dass sie da dahinter stehen. Der Weltladen hat seit dem März in diesem Jahr geöffnet. Wie habt ihr euch bis jetzt so eingelebt und was sind so die kommenden Events und Veranstaltungen? Ja, wir haben ein bisschen über ein halbes Jahr haben wir jetzt geöffnet und es geht uns sehr gut. Wir sind wirklich sehr zufrieden, mehr als zufrieden. Es läuft gut, der Weltladen wird gut angenommen und die nächste Herausforderung ist dann die fair gehandelte Mode. Also so, wir werden ein bisschen Fairtrade-Mode anbieten. Also wir bekommen in den nächsten Wochen von zwei Produzenten, von zwei Manufakturen aus Indien über die EZA Mode und wir haben sie schon vorab bestellt und sie ist irrsinnig schön, sehr schön zu tragen und auch die Qualität ist eine sehr feine. Vor dem La-Weltladen sorgten die Schülerinnen und Schüler der neuen Musik- und Sportmittelschule für die musikalische Umrahmung und erklärten in einem Rollenspiel auch die sogenannten Fairtrade Points in den Schulen. Wir schauen zum Fairtrade Point und kaufen Schokolade. Kommst du mit? Schokolade? Da bin ich dabei. Was ist denn eigentlich dieser Fairtrade Point? Da gibt es Fairtrade Produkte. Was heißt denn das? Siehst du das Symbol? Das steht für Fairtrade, also fairer Handel. Alle Produkte, die so ein Zeichen haben, verbessern die Arbeits- und Lebensbedingungen von Familien in Afrika, Asien und Südamerika. Wie soll das denn funktionieren? Bauern, die für Fairtrade produzieren, bekommen einen fairen Mindestpreis. Außerdem gibt es zusätzliche Prämien für ihre, mit denen Brunnen und Krankenhäuser gebaut werden können. Das klingt gut. Ich begleite euch. Die Gäste aus der Dominikanischen Republik und aus Paraguay berichteten darüber, was fairer Handel für sie bedeutet und warum sie biologisch wirtschaften. Wo bauen Sie Rohrzucker an und seit wie vielen Jahren? Cultivamos el azúcar en Paraguay en una región. Der Zucker wird in Paraguay angebaut und es ist ein sehr traditioneller Anbau, der seit 30 Jahren dort erfolgt. 30 años produciendo la misma. Saludo a todos, claro, mi nombre es Juan Manuel.
Herzliche Grüße an alle, mein Name ist Juan, ich komme aus der Dominikanischen Republik und dort bauen wir unseren Kakao über die Organisation Copro Agro seit 32 Jahren an. Was bedeutet jetzt Fairtrade für Sie beide vor Ort und warum haben Sie sich dafür entschlossen? Para la cooperativa Manduvirá, el comercio justo representa el desarrollo. Der faire Handel bedeutet für uns nachhaltige Entwicklung. Natürlich gibt es einen sozialen und wirtschaftlichen Effekt. Ohne den fairen Handel gäbe es den Stand der heutigen Produktion nicht und auch nicht diese Lebenssituation und Arbeitsbedingungen für die Mitglieder unserer Kooperative. Warum bauen Sie Kakao biologisch an? Warum machen Sie das? Es ist ja auch ein mehr Aufwand und mehr Kosten entstehen dadurch auch. Gracias por la pregunta. Nosotros decidimos producir cacao orgánico. Wir haben uns für den biologischen Landbau entschieden, weil das besser ist für die Umwelt, für die Natur und auch besser für die Menschen vor Ort. Und wir haben auch einen höheren Ertrag, den wir ja auch mit der Biozertifizierung nachweisen können. Der biologische Anbau ist also nicht nur wirtschaftlich von Vorteil, sondern bringt uns auch in eine interessantere Wettbewerbsposition als Land an sich, da wir eben biologischen Kakao in höchster Qualität anbauen können. Das ist ein Vorteil für alle unsere Mitglieder. Para garantizar un mejor comercio y un beneficio a nuestros socios. Zum Schluss noch ganz kurz, sind Sie zum ersten Mal in Österreich und wie gefällt es Ihnen hier bei uns? Sinceramente, esa es de la pregunta que para mí. Ich bin zum ersten Mal hier und freue mich sehr, dass ich kommen durfte. Es ist eine unglaublich wichtige Erfahrung für mich, sowohl persönlich als auch beruflich. Ich habe schon sehr viel hier gesehen und auch schon viele Leute getroffen. Ich wurde sehr herzlich empfangen und es war eine ganz tolle Erfahrung bisher. Es gefällt mir so gut, dass ich am liebsten hier bleiben möchte. Para mí ha significado un valor incalculable que me lo llevo. Hemos conocido y recorrido muchos pueblos, muchas ciudades que todas tienen su peculiaridad. Wir waren in vielen Dörfern und Städten hier in Österreich. Wir durften schon viel von diesem Land kennenlernen und haben auch schon ganz viele Weltläden besucht. Es war eine besonders schöne Erfahrung mit viel menschlicher Wärme, aber auch großer Professionalität in den Weltläden. Dieser Austausch mit den Menschen hier in Österreich hat diese Erfahrung ungeheuer wertvoll gemacht. Gente maravillosa y que nos han transmitido un calor humano único y hace que nuestro estadía por Austria sea mucho más bueno. Estamos muy contentos.